Und hiermit melden wir uns zurück, Leute. Und wir, ihr seht, sind wir diesmal nicht in Civilization oder Fire Emblem. Nein, wir sind Minecraft. Boah, Minecraft. Alle zocken Minecraft. Ja, das ist sogar wahr. Und, ja, bei einer Adventure Map von FE Disco. Und zwar Sonic the Hedgehog. Also so schnell wie möglich diesen Kurs abarbeiten. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Mit ein paar Übungen. Und da ist übrigens mein Buch, weil ich gestorben bin. Ich habe mich selber gekillt. Und jetzt machen wir ein Tutorial. Ah, okay. Okay. Wir sind zu gut für dieses Spiel. Nein, ist nicht euer Ernst. Ich schaff das. Nein, ich schaff das nicht. Ich schaff das Tutorial nicht beim ersten Mal jedes Ziel. Das glaube ich jetzt nicht. Nein, schaff ich auch nicht. Ah, fuck. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Fuck, jetzt geht überhaupt nichts mehr. Das letzte Ziel war bisher immer das einfachste für mich. Aber diesmal schaffe ich es nicht, natürlich. Da müssen wir immer durchs Meer fallen und fast ertrinken. Mann, ey, warum? Ich hasse das Meer jetzt. Ab heute hasse ich das Meer. Wir sind jetzt in der Blume drin. Und wir können nichts dagegen tun. Da ist das Ziel, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Warum? Warum? So, genau. So geht das. Ja, wir haben alle Ziele getroffen. Und Return. Und wir feinden unseren Tod. Ne, ich sammle mal meine alten Sachen auf. Ja, hier ist nur ein Buch. Und Sonic the Hedgehog Version 1.0 bei Disco. Please put on your shoes. The objective is to complete the course in the shortest time possible. The beacon will guide you to each checkpoint. Must be done in order. Try and find the fastest route. Press the tutorial button to for sprint jumping. Spring jump. Hey, practice on the purple flower. Tip, sprint jump. Press the jump when over the yellow indicator. Play with the timer off. Yep. Particles Mini Clouds of Brightness 50. Gut. Das habe ich noch nicht. Particles. Minimal. Clouds. Off. Und Helligkeit 50. Das haben wir auch jetzt gemacht. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Ja, der Timer ist schon an, weil ich ein bisschen geübt habe. Ach, jetzt hat er resettet erstmal. Entschuldigung, Leute. Und keine Ahnung, wieso habe ich jetzt davon. Aber Start. Schöne Mucke ist das hier. Da. So. Ich hoffe, ich habe es perfekt getroffen. Ja, wir müssen diesen schönen Kurs hier entlang rennen. Die kürzeste Route habe ich noch nicht, aber ich habe eine sehr kurze Route schon gefunden. Meine beste Zeit liegt bei 1,55. Nein, und die schlagen wir wahrscheinlich jetzt gerade nicht, weil wir natürlich den langen Umweg mitnehmen müssen. Ja, wirklich. Das ist der lange Umweg. Und da ist ein Villager. Und die Map lädt nicht nach. Düdüm. So, das sieht schon mal gut aus. Hier ist übrigens eine Abkürzung. So. Nein. Ah, nicht getroffen. Das auch nicht. So, dann müssen wir jetzt aber treffen. Nein, warum treffe ich den Kack nicht? Alter. So, nochmal. So, jetzt aber, ja. Exakt in der Mitte müssen wir treffen. Das wird auf keinen Fall eine Bestzeit. Ja, zurück. Zurück ist immer gut. Super. So, jetzt hier. Nein. Ah, puh, ey. Puh, puh. Da hätte ich lieber runterfallen sollen. Alter, wieso dauert das so lange? Jetzt müssen wir nämlich hier rum. Und den langen Umweg nehmen. Wie gesagt, ich kann das noch nicht so. Es ist sehr schwer. Aber Sonic selber ist ja auch nicht sehr unbedingt super leicht. So. Nein, der Sprung klappt nicht. Doch.
Alter, dieser Sprung ist der schwerste, den es überhaupt gibt. Ich hab. Hier gibt's natürlich auch Chaos Emeralds, wie im normalen. Ich hab es crossed. Checkpoint 5 und hier ist das Ziel. 2 Minuten 14. Mann, sind wir gut. Und das heißt, wir resetten noch einmal. Ich mache das jetzt so lange, bis ich die Zeit von 1:16, glaube ich, die beste war bisher. Also in der gesamten Sonic-Geschichte. Also hier von der Map hat jemand 1:16 geschafft. Dup, 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 dup. So, ich springe extra nicht, weil es mich. Alter! Letztes Mal hatte ich anscheinend den perfekten Start, jetzt habe ich den Falschstart. So, jetzt renne ich wieder. Gut. Ich zeige euch später noch die Chaos Emeralds, die ich gefunden habe, und vielleicht suche ich sie noch und zeige euch alle, die es gibt, wenn ich wirklich weiß, dass. So sollte man normalerweise hier hinkommen. Ja. Und dann renne ich hier weiter und springe natürlich nicht, weil das mich langsamer macht. Jetzt kann man hier rumrennen. Ja, das sieht schon mal okay aus. Ganz okay. Ich komme zwar nicht hier rauf, aber hier. Das reicht aus. Guter Run bis jetzt, guter Run. Wo muss ich hin? Was? Mein Gott! Was soll das? Dieser Run war so gut und jetzt ist er so schlecht. Gut. Weiter geht's. Ja. Das ist das Beste, was man machen kann. Wenn ich jetzt irgendwo den Ausgang finden würde. Einfach mal ins Wasser fallen. Einfach so. Da schwimmen wir einfach mal bis zum anderen Ende. Ja? La, la, la. Dieser Run ist so verkackt. Vielleicht zeige ich euch einfach nur ein Best-of. Ja. Ich zeige euch ein Best-of am Ende von all meinen Runs, die ich hatte. Und dann geht's ab. Und. Boah, wir sind besser geworden um 3 Sekunden. Resetten wir mal die ganze Map. Und das. Und gleich wieder von vorne. Das tue ich euch jetzt nicht an. Oh, ja, ja. Und schaffen wir es? Wir schaffen nicht unsere Zeit. Ich weiß es. Ja. Gut, 2:09. Ja, das ist aber ein bisschen schlecht, würde ich sagen. Und damit werde ich noch zeigen, ihr habt sicherlich bemerkt, dass ich alle 7 Chaos Emeralds gefunden habe. Yay! Aber das werde ich gleich hinten dranhängen, wo die 7 Chaos Emeralds sind. Natürlich
gespeedet, weil ich war wirklich sehr langsam. Weil und so. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschö, tschö. Und ich trage meine Zeit hier ein. In der Hall of Fame. Erstmal. Gut. Nein, da kann man nicht zurück. Wo kommt man zurück? Kommt man gar nicht, okay. Eins. Doppelpunkt. 31. Doppelpunkt. Eins. Ja. Fixelp. Fertig. Ja. Dieses Buch sagt jetzt meine Zeile. Es gibt mehrere Seiten, aber ich bin drin. Und fertig. Instruct. Bonusquest habe ich ja schon abgeschlossen. Finde all 7 Chaos Emeralds und place this in the frame. Hier sind sie. Und bis zum nächsten Mal. Und tschö, tschö. Na 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 na, erste Chaos im Moment. Und da haben wir den zweiten Kauzer. Yay. Wir brauchen 7. In einem durch Run werde ich sie wahrscheinlich nicht holen können. Oh, ey, schwimm doch mal. Du bist so langsam. Es wird wieder vorgespult. Egal. Vorspulen, spulen, spulen, vorspulen, spulen, spulen, vorspulen, spulen. Jetzt muss ich hochkommen. So. Bin oben. War sonst noch ein Chaos Emerald? Ich glaube nicht. Eins, Nummer zwei. Ich glaube, ich haben wir. Gut. So, der nächste Chaos Emerald ist wieder ein bisschen. So. Und Chaos Emerald Nummer 3. Yay. So. Fuck. Ich komme da nicht mehr hoch. Somit ist er immer noch nicht aus. Der Traum vom vierten Kampf. Ja. Und da ist der 4K-Sammler. So, dann rennen wir jetzt einmal wieder rum und schießen uns wieder hoch. Yay. Mann, ist das ein Spaß. Ich wette, ich habe irgendeinen vergessen. Ich weiß es. Ich brauche es. Kann mich gar nicht mehr an die letzten. An einen kann ich mich noch erinnern. Und wie ich hier langlaufe, ist auch unglaublich. Sie
hier einer gewesen? Ich glaube nicht. Nein. Hier war kein Chaos Emerald. Und so kriegen wir auch keinen mehr. Da ist einer. Ha. So, jetzt sind wir auf der Blume. Halt, auf der waren wir ja schon. Fuck. Wo waren die anderen Chaos Emeralds? Oh nein, ich finde sie nicht. Nummer 5 finde ich noch, aber den Rest nicht. Nummer 5 weiß ich nämlich, wo er ist. Wo waren die anderen? So. Da oben ist ein Chaos Emerald. Ah, das ist ein schwieriger Sprung. Wenn man mehr Sprungkraft hat. Und da kommt man da auch nur mit dieser Kackblume hin. Ich hoffe nicht. Doch, sieht so aus. Fuck. Dann machen wir es anders. Fallen wir einfach mal ins Wasser und holen uns den, die anderen Chaos Emeralds ein bisschen unterschiedlich. Mal gucken, ich habe extra mal den Timer angeschaltet, um zu sehen, welche Zeit ich habe, nachdem ich die Chaos Emeralds. Aber ich habe noch nicht mal die Checkpoints passiert, stimmt ja. Das heißt, wir können gleich wieder hier lang. Ohne Checkpoint zu passieren. Yay. Dass wir rennen gleich nochmal weiter. Hier war, glaube ich, noch irgendwo einer. Wenn ich mich recht entsinne, war hier noch einer. Irgendwo. Ja, toll, jetzt bin ich hier natürlich. Beim Gesicht des Eggman. Irgendwo war noch einer. Da ist Helligkeit. Da kommen wir raus. Und da ist eine Truhe, aber nicht mit Emeralds. Wo war der letzte? Hier war Eggman. Hier war da einer. Yay. 5 Chaos Emeralds. Einen habe ich ja nicht gekriegt und den letzten muss ich mich auch nochmal umsehen. Hey! So, resetten machen wir erst später. Jetzt muss ich ja alle Checkpoints durchlaufen. Wo auch immer der nächste Chaos Emerald ist. Chaos Emerald. Hier glaube ich nicht. Ich springe einfach mal. Nein, hier war er nicht. Schwimmen wir weiter. Einfach weiter, immer weiter auf der Leiter. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Auf der schönen Brücke des einsamen Banditen. Ja, das war die Brücke des einsamen Banditen. Des einarmigen Banditen. War bis dahin irgendwas hier? Ach ja, die müssen wir uns, glaube ich, noch holen, die Truhe da. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir die geholt haben. Und dann haben wir schon alle 7 Chaos Emeralds. Checkpoint 2. Ja, das war perfekt. Das war sowas von perfekt. Das war gut, das war gut, das war gut. Daneben.
Und der sechste Kausamerell. Voll falsche Richter. Nein. Okay, aber wir können ja jetzt, müssen jetzt nicht mehr zurückschwimmen. Wir können ja jetzt hier hin. Yay. Und dann ist der letzte Kausamerell schon in unseren Händen. Und vielleicht kriegen wir dafür sogar eine Belohnung. Ich weiß es nicht. So, und dann gehen wir hier durch. Yay. Leggig. Voll geleckt hier. Ja, so kommen wir ran. Unser letzter Chaos Emerald. Wir müssen eigentlich dahin, ist mir egal. Wir haben alle Chaos Emeralds. Yay. Alle haben wir beisammen. Juhu. Dann resetten wir jetzt nicht sehr gesund und deswegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, yay.